Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Item Shop Watches. Ich zeige euch heute das Yard Attack Skiff. Und wie der Name schon vermuten lässt, es ist ein Skiff in Yard Attack Format. Hier haben wir es nämlich schon stehen. Und ich finde es persönlich ein bisschen schnieke, die ganze Geschichte. Wir haben hier so einen kleinen Jademotor bei der ganzen Geschichte. Wir haben hier vorne zwei Ruder. Oh, ich hock mal mich drauf. Wir haben hier zwei Ruder. Links und rechts vorne. Die auch einschlagen, wie man hier sieht, je nachdem, wo wir uns gerade hinlenken. Wir haben hinten einen kleinen Jade-Antrieb, einen Jadeschweif hinterlassen wir hinten. Und wie man auch schon hört, wenn wir damit herumfahren, hören wir auch dieses typische Jade-Texturen bei der ganzen Geschichte. Jo, ansonsten auch eine Besonderheit hier ist, das Ding hat auch einen Sound, wenn man absteigt. Ja, ganz einfach, ganz schnell. Kurzer Sound. Wenn man es rausholt, wie man sieht, keinen Sounds. Ansonsten hat man auch Sitzbänke hier. Ja, können sich dann eben vier weitere Personen hinhocken, so wie man das gewohnt ist. Und drauf herumlaufen können wir natürlich auch. Schöne hier auch an der Stelle ist, es ist relativ offen. Ja, man kommt überall hin. Und kann dann dementsprechend auch überall wunderbar seine Angel auswerfen. Jo, dann schauen wir uns mal an, wie es mit dem Einfärben aussieht. Da haben wir das. Ich färbe das mal kurz alles grau ein, damit wir auch gleich sehen, was Sache ist. Weil grün und grün, eine der unserer vier Farben, die wir verwenden, ist ein bisschen schwierig. Das sieht da eigentlich auch ganz edel aus, so. Dann fangen wir doch einfach gleich mit grün an. Und zwar haben wir da die ganze Reling hier grün eingefärbt. Wir haben hier unten diese Verzierung hier am Schiffsbauch. Die beiden Ruder hier, die Verzierungen, werden hier gerade grün eingefärbt. Das ist der erste Farbkanal. Der zweite Farbkanal ist im Grunde der ganze Schiffsbauch hier. Wir haben gleich noch einen Farbkanal für den oberen Teil des Rumpfs. Auch hier unten an den Rudern und auch hier hinten. Hier, das ist alles der zweite Farbkanal. Der dritte Farbkanal ist alles, was den Boden hier betrifft. Und die Sitzbänke und auch hier diese Seiten und der obere Schiffsrumpf. Und auch hier, das darf man nicht vergessen, auch hier die Reling, diese kleinen Verzierungen und auch hier noch ein paar Effekte hinten an dem Jademotor. Und der letzte ist für alles, was so leicht grün glüht hatte vorhin, glüht jetzt hier alles ein wenig rot. Hier ein bisschen Effekte, alle ein bisschen rot sind und auch unten, auch bei dem Auspuff oder auch immer man das bei Yard Attack betiteln will, das ist jetzt alles. So, so sieht es am lebenden Objekt aus. Wir können auch mal noch mal ein paar Meter damit herumfahren. Genau, jetzt sieht man hier nämlich auch im Grunde den Schadstoffausstoß im Yard Attack Motor, der jetzt eben auch rot ist. Ja, eigentlich ganz schön. Ansonsten gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen, außer dass das Ding eben 1600 Edelsteine kostet und nun im Edelstein-Shop verfügbar ist. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.